So, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum zweiten Teil Zugspotting Bopparderhamm im Winter oder im Januar, Ende Januar 2024. Im ersten Teil haben wir schon eine ganz gute bunte Wundertüte gesehen. Und mein Vorschlag wäre, wenn ihr einverstanden seid, dass wir das jetzt im zweiten Teil, in diesem Video, einfach mal so weitermachen. Allzu stark ausgelasteter KLV oder Containerzug Richtung Norden. Nochmal zur Erinnerung, der Bopparderhamm hier ist eine Rheinschleife bahntechnisch zwischen den Bahnhöfen Rhens und Boppard, der linken Rheinstrecke Koblenz-Köln. Gegenüber verläuft die rechte Rheinstrecke. Dort ist man dann zwischen den Bahnhöfen Oberlahnstein und Kamp-Bornhofen und da genauer gesagt noch zwischen zwei Haltepunkten, nämlich zwischen Osterspey und Filsen. Schranke hat sich gerade wieder geschlossen, das heißt, wir lassen es direkt laufen. Oder? Nee, ihr guckt jetzt erstmal das Intro. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Hier ist es, bitteschön. So, ich habe mir auch mit dem Intro einigermaßen Mühe gegeben. Deswegen müsst ihr das auch in jedem Film euch angucken. Ich hatte in Teil 1 einen möglichen Positionswechsel 1 Kilometer weiter Richtung Norden erwähnt. Im Moment gibt es in Andernach eine Störung, Stellwerkstörung. Und der Güterzug, für den das zu planen gewesen wäre, der steht wohl noch in Bonn-Mehlem, also noch ziemlich weit weg. Ich weiß nicht, ob es dazu dann noch kommen wird. Was jetzt aber kommen sein werden dürfte, ist der RE2 wieder retour. Der trotz des Streikfahrplans unterwegs ist. Da ist er. 2 Flirt 3, Baureihe 429. Nee, der Finger redet Quatsch. Das ist die verspätete Transregio, die noch kommt. Dann wird der RE aber dahinter sein. Das ist verspätet durch die Störung in Andernach. Die letzte hatte eine Dreiviertelstunde, ja, da hat die jetzt so eine gute halbe Stunde. Und ich habe da noch gesagt, ne, ach, die haben in Mainz knapp über eine Stunde Wendezeit, ne, das passt. Die vorherige haben sie tatsächlich in Bingen enden lassen. Das ist schon ein Verbrechen, einfach weil keine Alternative.
andere Richtung ist das nächste Blocksignal auch wieder auf Fahrt gegangen. Das könnte dann ebenfalls für Transregio sein. Und genauso ist es auch, sie ist schon unterwegs. Ja, schaffe ich das noch einzufangen? Da vorne sind sie sich begegnet. So, hier einmal an den parkenden Autos vorbeigefilmt. Das ist so kurz, da kannst du nicht mal vernünftig mitdrehen. Auf der anderen Seite fährt ein Güterzug. Und dann wäre da schon der RE2, den ich eben vermutet hatte. Ich denke mal, dass dann die Transregio dafür in Boppard auf die Seite gehen wird. Ja, jetzt sind sie sich entgegengekommen. Gestern selber noch erlebt, als ich zur AMBÜ in Bacharach gefahren bin. Da saß ich da in dem RE2 drin und wie man dann da hinten um die Ecke kam, hat man vorne noch den Zugschluss des Vordermanns gesehen. Vorne voll, hinten leer, drüben fährt die Vias. Das Ding hält in Koblenz an Gleis 1 und da ist der Bahnsteigzugang vorne und ich glaube ja nicht, dass es einer schafft, sich auf dem Bahnsteig nach 100 Meter zu bewegen. Ich finde es gut, wenn ich weiß, dass zwei Teile kommen, steige ich hinten ein und habe dann richtig schön Platz. Ne? Schranke bleibt weiterhin geschlossen. Vorne kommt wieder was, ich erkenne es aber durch die Sonne noch nicht. Dann fragen wir mal die Kamera. Güter? Ach, RBH 245er mit dem leeren Kohlezug. Der entweder dann aus München kommt. München-Johanneskirchen oder ein Umleiter von der Moselstrecke ist. Thank you.
auch nicht die volle Länge heute. Schranke geht wieder auf. Ist ja für die zwei Loks, ist das denn ja easy peasy. Ja. Fernverkehr haben wir jetzt keinen mehr zu erwarten. Das haben wir alle schon Teil 1 gesehen. Das ist einfach dem Streikfahrplan geschuldet, der aktuell noch gilt, auch wenn der Streik jetzt vorzeitig beendet werden wird. Die Einmeldung klappte hier rein, platzte hier rein, als ich hier vorhin Teil 1 gedreht habe. Das war jetzt für mich hier ein fließender Übergang. So, da hinten verschwindet er. Machen wir uns erstmal einen drauf offen. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, ich glaube aber nicht, hab Freude hier mit Teil 2 vom Zugspotting hier am Bopparder Hamm. So, die Schranke hat sich erneut geschlossen und beide Fahrtrichtungen sind die Blocksignale in die Stellung HP1 gewechselt. Also, es kommen aus beiden Richtungen Züge. Und da ich jetzt keine Personenzüge wüsste, ist jetzt 15:30 Uhr. Ja. Müssen wir doch mal gucken, was da um die Ecke kommt. Da kommt doch schon was. Guck mal. Das sieht nach Kesselwagen aus. Und anderem Chemiezeug. Dann ist das mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein Zug für die BASF in Ludwigshafen. Ich bin letzte Woche übrigens, nee, Anfang der Woche, mal mit dem Auto durch Ludwigshafen durchgefahren. Ich war 2 Tage in Mannheim. Und alter Schwede, ey. Die sind da mit ihrer fehlenden Hochstraße, B44, sind die ganz schön im Arsch da, ne? Das kann man mal nicht anders sagen. So, könnte Lineas sein. Oder ist das eine gemietete Lok von Railpool? Von der anderen Seite sehe ich noch nichts. Könnte sich ausgehen. Naja, ich tippe mal auf Zug Nummer 47539. Von Lineas, eine 186, also aus der Bombardier Trax Family. Jetzt ist die Sonne brüllt da jetzt so aufs Wasser runter, dass man die Richtung kaum noch was sieht, trotz klarer Sicht. Schranke bleibt aber auf jeden Fall geschlossen. Da muss man mal schauen.
Aber für uns war diese Begegnung jetzt auf jeden Fall, die da hinten jetzt irgendwo stattfindet, sehr, sehr gut. So, ich sehe da ein paar Lichter. Es ist auf jeden Fall ein Güterzug. Wie gesagt, hier merkst du eigentlich nichts vom Streik, ne? Ist mal so. Könnte ein gemischter sein. Gemischt, sogar von DB Cargo. Und auch da arbeiten EVGler und Beamte. Hat aber ordentlich Flachstellen an Bord gehabt, mein lieber Herr. Im ersten Teil Schüttgutwagen, dann einmal Kessel, dann gedeckte Wagen. Da können zum Beispiel Stahlerzeugnisse drin transportiert werden. Und dann noch so lange gedeckte Wagen. Was weiß ich, für Kartonagen oder irgendwie sowas. Ja. Sind zwar eigentlich ein bisschen meine Lieblingsgüterzüge und sicherlich nicht nur meine, weil jeder dieser Züge ist sozusagen einmalig. Weil das sind ja Züge des Einzelwagenverkehrs, die zwischen verschiedenen Zugbildungsbahnhöfen am Fahren sind. Übrigens auch nach einem festen Fahrplannetz, wie das bei Personenzügen auch ist, die zwischen Bahnhöfen fahren, sag ich mal. Und da sieht halt jeder Zug dann anders aus, je nachdem, was halt mitgeführt wird. So, wieder ist es von beiden Seiten Fahrten zu erwarten. Aus Richtung Koblenz sehe ich schon die Transregio. Das habe ich euch jetzt aber im ersten Teil und vorhin ja auch schon komplett gezeigt. Deswegen lassen wir die jetzt einfach nur mal hier an uns vorbeidüsen und schauen, was von der anderen Seite kommt. Vermutlich wird es Flex sein mit dem RE17. Der fährt ja auch nur alle 2 Stunden. Dann haben wir den dann einmal in beide Richtungen gesehen. Ja, ganz da hinten schält er sich aus der Sonne. Dann ist noch ein Langschwienzug noch gemeldet gewesen, der jetzt aber durch die Störung in Andernach auch gestanden hat. Da muss ich mich jetzt mal schlau machen, wo der ist. Und dann entscheiden wir mal, wie lange wir hier noch stehen. Schranke öffnet sich. Bin vorletzte Woche, stand jetzt Drehtag,
mal komplett von Koblenz nach Kaiserslautern mit der Linie mal durchgefahren. Eigentlich ganz angenehm. Ich mag die Fahrzeuge auch. Die Lind 54 sind schon ganz angenehm. Wenn sie nicht überfüllt sind, natürlich. Wobei, ich glaube, am Wochenende wollten die ja eigentlich auch was doppelt fahren. Gut, vielleicht haben die ja auch Fahrzeugmangel bei Flex. Kann ja sein. So. Aha. Der Bahnübergang schließt soeben wieder. Das wird aber dann wieder in Richtung Koblenz sein, weil das Blocksignal Richtung Mainz ist noch auf Halt. Das wäre sonst schon auf Fahrt vorher. Also halten wir einfach mal so. Ja, jetzt hat er da hinten freigemacht, der Flexzug. Und dann ist hier jetzt wieder, da hinten sieht man es, ist wieder auf Fahrt gegangen. Dann schauen wir mal, was da jetzt hinterher geschlichen kommt. Das war eine LZ, die habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Die hat auch schön für uns gehupt. Das Doofe ist, ich hatte die Kamera nicht an. Die kam jetzt zu plötzlich. Das tut mir leid. Das wird wohl eine Smartron gewesen sein, also eine Baureihe 192. Danke für den Gruß, aber ich hatte die Kamera nicht an. Der kam zu plötzlich. Hab ich nicht gesehen. Ärgerlich. Aber gut, passiert. Da trötet er wieder, aber da stehen wohl auch noch Fotografis. Ja, das ist halt durch die Sonneneinstrahlung, sehe ich es von hinten kaum kommen. Das ist so das Doofe. So, und jetzt warten wir noch die obligatorischen 5 Minuten. So, wir sind mal ein bisschen auf Wanderschaft gegangen. Es ist jetzt auch fast 20 Minuten nichts passiert. Ja, ein bisschen Streik ist halt doch noch. Und ich habe mich jetzt umgeparkt. Stehe jetzt da vorne. Und bis Streckenkilometer 106,5 soll ich jetzt noch laufen. In diesem Langschienenzug. Und sie meint unbedingt, dass das hier besser wäre. Naja, hören wir mal auf die jungen Damen, ne? Genau. So, es ist eine Fahrt Richtung Koblenz unterwegs. Das müsste aber auch nur die Mittelrheinbahn sein. Erstmal kommt ja jetzt nochmal Flex, dem RE17, den wir vorhin zuletzt gesehen haben. Ja, ich sehe schon hier, ich werde zum Sport erzogen. Belegt. So, Ort gefunden. Transregio Richtung Koblenz kennen wir schon. Und man hört, dieser Langschienenzug wäre jetzt hinter der Flex unterwegs. Seit du hier bist, ne, ist jetzt mal wirklich 20, 25 Minuten nichts passiert. Das ist der Stau, den sie aufgestaut haben. Das ist ja der erste. Der Langschienenzug ist der erste, der weiterfährt. Das heißt, da kommen jetzt mehr wieder. Der SBB war dahinter. Ja, rechtsrange ist wieder die Vias. Ich habe jetzt die ganze Zeit relativ wenig für euch rüber geschwenkt. Einfach, weil da nichts los war. Also wir stehen schon auf der richtigen Seite. Nächste Überholmanöver.
Regelmäßig knallt das hier, aber... Ja, ist es so schön. Kein Tempolimit zu haben bedeutet ja Freiheit, bedeutet aber auch manchmal halt einfach nur Tod, aber in Deutschland sind wir ja so rotzendumm. Das Blocksignal, was man da hinten sieht, Richtung Koblenz, ist wieder auf Fahrt gegangen. Das heißt, hinter der Transregio liegt was. Da hätte ich mich aber erkennen können, da hinten, so ist das nicht. Aber dafür bin ich ja hier maskiert genug. Jetzt ist da so eine scheiß Wolke. So, dann gucken wir mal, was da jetzt um die Kurve kommt. Ihr seid drauf, sobald es soweit ist. Das ist mir ja eigentlich mit den Autos fast schon zu hart. Da ist er. So, there it comes. Eine 143, ehemals DB Regio. Jetzt in Diensten von... vor jeder S-Bahn gefühlt, zumindest im Ruhrpott und in Nürnberg. Heute machst du dafür einen Willen, ne? Fast. Der begegnet hier einer Vectron von BLS. Die lassen wir mal links liegen. Weil der Ambrogio, den haben wir schon in so vielen Videos gesehen. Ey, eine Minute früher, der hat das zugefahren, ne? Ja, ihr werdet eine Minute später. Für wen fährt die Lok jetzt? Irgendwas in Convestine. Für wen? Für welches EVU? Ja. Ist nicht bekannt, alles klar. Ja, ist halt eine geil, ist halt eine coole Ergänzung, ne? Stand hier auf dem Streckenspiegel. Ja. So, ich sag's nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Die obligatorischen 5 Minuten warten. Ansonsten folgt eine Abschiedsformel. So, in beide Richtungen ist jetzt gerade nichts mehr zu erwarten. Ich glaube, wir haben ja auch das Glück heute komplett ausgereizt an so einem Streiktag. Dann soll es das hier mit den 2 Videos von Bob Baderham gewesen sein. Vielleicht kriege ich ja ein Bild hier zugeschickt von meiner Endbegleitung, dass ich das auch noch mit reinschrauben kann. Wer weiß, wer weiß. Dann würdet ihr das jetzt noch gleich sehen. Und Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem Video. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn das drauf anliegt. Tschüss.